Situation bereit machen. Sein Puls fällt ab. Wir verlieren ihn. Er hat einen Anfall. Die Verbindung ist zu viel für sein Gehirn. Zum Sam-Kern mit ihm. Status. Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern! Ryder ist wach! Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater? Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Tora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Okay, das hat sich sehr schnell entwickelt, das Ganze. Auf eine traurige Art und Weise, aber... Naja, ehrlich gesagt habe ich schon damit gerechnet, dass unser Vater früher oder später sterben wird. Und als der Helm zu Bruch ging, war es eigentlich klar, wie es weitergehen würde. Dass der Vater sich opfern würde, um uns zu retten. Na gut, dann... Wenn Daddy es so will, sind wir wohl der neue Pathfinder. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wenn der Vater das sagt, dann werde ich es wohl lernen müssen, nehme ich mal so an, ne? Es gibt sicher vieles, was ich nicht weiß. Aber ich werde es lernen. Falls es Ihnen hilft, ich bin für Sie da. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, Sie zu trennen, könnte Sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Die Nexus ist aufgetaucht? Ach ja, der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Okay. Ich glaube, unser Kanal ist noch weitaus privater als seiner, oder? Wenn unser Verstand verbunden ist mit Sam... Na gut. Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt.
Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Wow, ist das Ding riesig. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Herzlich willkommen auf der Nexus. Okay. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Oh ja, das Ding war gut. Mal eine kleine Frage. Das alles, diese ganze Andromeda-Initiative, haben die in der Zeit der Reaper-Krise gemacht, gestartet? Das heißt, die haben auch die ganzen Ressourcen für die Nexus und die riesigen Archen bereitgestellt? Anstatt all das in die
Kampfkraft gegen die Reaper zu stecken? Ich meine, die Nexus ist riesig. Wenn die fast so groß wie die Citadel ist. Heilige Scheiße. Wir hätten es so viel einfacher haben können, wenn die uns einfach die Ressourcen zur Verfügung gestellt hätten. Aber nein! Nein, wieso auch? Aber vielleicht haben sie schon weitaus vorher damit begonnen. Kann ja auch sein. Na gut, dann schauen wir uns mal hier um. Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob wir einen herzlichen Empfang kriegen. Sieht alles immer noch sehr unfertig aus. Und ich glaube, das sollte nicht so sein. Der Captain will die kompletten Dienstpläne sehen. Ich habe sie gerade auf den neuesten Stand gebracht. Gut. Sie wird als erstes nach den neuen Aufgaben für die Besatzung fragen. Fang mit den unkritischen Posten an. Hier gibt es aber nichts für uns zu scannen, oder? Nee. Aber ein Behälter, den wir ausbeuten können. Natürlich. Wir sind der Captain, wir sind der Pathfinder, wir dürfen das. Okay, Leute. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Stase zu holen. Damit alles reibungslos verläuft, müssen sich eure Teams untereinander abstimmen und dafür sorgen, dass die Leute in Bewegung bleiben. Irgendwelche Fragen? Was machen wir, wenn jemand während der Reise gestorben ist? Nun, es ist eine traurige Tatsache, dass nicht alle diese Reise überlebt haben werden. Es gibt bereits vereinzelte Berichte über gesundheitliche Probleme infolge dieser Wolke aus dunkler Energie, auf die wir getroffen sind. Falls jemand nicht wieder aufwacht, was hoffentlich die Ausnahme ist, sprecht ihr mit dem Sanitätsoffizier. Wir werden dann die Angehörigen informieren. Und versucht bitte möglichst dezent vorzugehen. Andromeda ist ein Neubeginn, der nicht von Trauer überschattet werden soll. Ist das ein Staubsauger? Das Ding hat mich so irritiert gerade, ich musste die ganze Zeit da drauf schauen. Okay, gehen wir weiter. Ja, schauen wir doch mal, wie das ist mit dem Aufwecken, ne? Also die meisten Leute scheinen immer noch in Stase zu sein, die 20.000 Besatzungsmitglieder. Da haben sie was zu tun. Wir haben jetzt auch erstmal was zu tun, nämlich ins Kerngebiet der Nexus fahren, wo wir hoffentlich in Empfang genommen werden dann auch mal. Ich glaube, wir waren noch gar nicht auf der Nexus. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Hoffen wir mal, dass wir die Party kriegen. Und die Dusche. Und das Essen. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Irgendwie war es zu befürchten. Etwas dunkel hier, muss ich sagen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Nee. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Hallo? Jemand da? Ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Okay, da sitzt einfach mal einer und schweißt. Warum auch nicht? Reden wir mit diesem Arbeiter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hallo? Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Kumpel? Sagen sie von einer Arche? Der ist irgendwie ein bisschen neben sich, oder? Ja. Das hier ist doch die Nexus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur, wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften.
Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Na, herzlichen Glückwunsch. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Und wir dachten, es könnte nicht schlimmer werden. Sagt mal, ist das Avina von der Citadel, diese VI? Fände ich lustig, wenn die auch hier wäre. Ryder, wir sollten zur Bahn. Ja, ich bin da. Viele Leute wollen sie bestimmt sehen. Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt mal wieder. Na, das klingt ja großartig. Hier funktioniert auch nichts so, wie es eigentlich geplant war, wie es aussieht. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Wir sind da. Was zum... Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Ja, wir wären ein bisschen froher, wenn es hier etwas anders aussehen würde, muss ich zugeben. Wir haben gehört, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Muss ich ja wohl, oder? Habe ich eine großartige Wahl? Ich habe keine Ahnung. Mein Vater war davon überzeugt. Wenn Sie ihm vertraut haben, müssen Sie auch seinem Urteil vertrauen. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Eben, sei mal nicht so schnippig hier. Ich bin Nag Morkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Ohne Kroganerin. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Ja, verzieh dich. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Aufklärungsschiff? Das klingt ganz wie in alten Zeiten. Willkommen auf der Nexus. Ja, schön hier zu sein, aber irgendwie
Ist es nicht so wirklich herzlich hier, muss ich mal so ganz ehrlich zugeben. Aber danke für die Hilfe. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Das klang nicht wirklich optimistisch. Nun, Leute. Wo ist Ventra? Die Hyperion schickt uns gerade das erste Ladungsverzeichnis rüber. Sie ist mit etwas Großem beschäftigt, was? Na schön. Ich organisiere die Eingänge und leite sie Ihnen dann weiter. Sie wissen schließlich am besten, was wir dringend brauchen. Danke. Nun Leute, wir haben endlich die Nexus erreicht und sind in Andromeda angekommen. Allerdings müssen wir feststellen, hier ist alles nicht so eitel Sonnenschein, wie wir gehofft haben. Also, ich habe es mir schon gedacht, dass das nicht so sein würde, aber die Dinge sind doch relativ abgefuckt und dooferweise lasten jetzt sämtliche Hoffnungen auf uns, von allen, von der gesamten Initiative. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, denn wir waren einfach nur ein Mitglied des Pathfinder-Teams. Meine Güte. Das ist irgendwie sehr schnell aus dem Ruder gelaufen, das Ganze. Ja, wir haben sehr, sehr viel zu tun und wir haben einen geringfügigen Druck, eine Welt zu finden, auf der alle leben können. Ja, und ich würde sagen, das überlassen wir doch dann der Zukunft. Ich werde an der Stelle die Aufnahme dann mal beenden. Und ich muss sagen, sieht bislang ganz interessant aus. Gut, grafisch ist jetzt nicht so der Leckerbissen. Wie gesagt, meine Grafikeinstellungen sind sehr niedrig eingestellt. Aber ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Ich hoffe, das wird auch ausgenutzt. Aber ich bin frohen Mutes, denn wenn ich so an die Mass Effect-Teile davor denke, die waren so großartig gewesen. Da hoffe ich, dass hier wirklich was Gutes bei rumkommt. Und die Voraussetzungen sind erstmal ziemlich gut. Wir schauen uns beim nächsten Mal ein bisschen mehr hier um. Wir haben einige Leute, mit denen wir reden müssen und wie es aussieht, werden wir unser eigenes kleines Aufklärungsschiff bekommen und nicht mehr länger auf der Hyperion rumspringen. Bin ich sehr gespannt, wie genau das dann aussehen wird und was für ein Team wir da zusammenstellen werden. Es gibt viel zu entdecken. Wir schauen es uns beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut, haut rein und bis bald. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier dran machen, die Andromeda-Galaxie ein bisschen näher zu erkunden.